Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muni-Member. Heute gibt es eine neue Folge StarCraft 2 gegen 2 auf dem. Auf, was? Die smaragdgrüne Stadt LE. LE, genau. LE, das ist LE die Perle, die so schön grün leuchtet. Ja. Gegen Terraner und Zerg. So. Was bedeutet echt jetzt LE? League Edition. LE? Sure. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade gar nicht. Müsste ich jetzt auch erstmal schlagen. Was haben wir als Gegner? Terraner Zerg. Terraner Zerg. Da muss ja wohl die Base dicht machen. Ja. Gegen Zerg hab ich ein richtig schönes Bild. Also okay. Ich vielleicht jetzt nicht. Das ist mit Tempest. Musste Fast Tempest into. Also 2 Base All in, Fast Tempest into Berserk Rush. Er hat mich verbaut. Wir sind raus, wir haben verloren. Und er hat sich verbaut. Ja, ich bin raus. Boah, total verbaut, ey. Was ist denn jetzt los? Ich hab gleich am Ohr gebaut, aber hat keinen gebaut. Toll. Na gut. Dann ist das Spiel vorbei. Naja, es wird halt anders. Komm, E-Scout, ne? Alles schick. Kein Pool. Keine Exa, also Pool. First. Na, dann hab ich's ja genau richtig gemacht. Da muss ich jetzt auch noch keine Exa nehmen. Oder? Ja, cool, die sind fertig. Männer hoch. War da auch eine Echse? Nee. Doch, doch. Jetzt gerade eben jetzt gesetzt, ja. Es ist trotzdem. Na, die. Nee, nicht gerade eben. Die hat er gerade eben gesetzt. Ich habe beide nachgeguckt gerade eben. Die ist gerade frisch gesetzt worden. Na, die braucht schon Viertel. Fertig. In der Aufnahme, da siehst du, was los ist, Junge. Nee, die war schon fertig. Pool war schon fertig, wo ich fast fertig, wo ich da war, ja. Da kann doch einfach mal alles scouten. Ja, das ist halt der Nachteil. Reaper! Wohlinge und Reaper! Jetzt ist Scout weg. Oh. Easy! Du spielst mal Tempest. Ich muss ja langsam mal eine Echse nehmen, ja. Da ist der Reaper. Hast du gesehen, der hat den voll in der Luft zerschossen. Ja, lang ran. Ja, und jetzt ist er tot. Hier ist noch ein Overlord, den wir holen können. Wo? Das liegt hier rum. Oh, der ist weg. Nächste brauche ich trotzdem jetzt langsam. So, das haben wir. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Dann nehmen wir schon mal Upgrades. Muss ich eine zweite Runde nichts tun, oder? Warum auch immer sie nichts tun? Ich bin unvergessen, da der Bild, ich brauche gerade total Mist. Boah, Husten. Husten ist nicht schön, ey. Bitte haben sie auch noch nicht, wie es aussieht. Das ist gut. Naja, gehen wir Roaches. Ganz viele Dinge. Oh, das ist schlecht, hat noch nichts. Ist schon tot da unten, wa? Naja. Dimensionalstränge abgestimmt. Wenn ich noch ein bisschen warten können. Wir müssen noch ein paar Drohnen holen, das gibt alles nicht. Das heißt, kann ich Tempest bauen? Ach schon. Oh. Dann werden sie bald kommen, ne? Wenn du dann Tempest. Na gut, du brauchst 4 Tempest. Ich brauche 2.
Da sind Linge, ganz viele Linge. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Mein Leben für Ajur. Mach Damage. Ich versuch's. Unsere Schicksale sind vereint. Warum schießt er immer automatisch auf die Queen? Ich hasse es. Weil du theoretisch auch tot bist. Nicht mit einem. So? Nee, mit einem nicht. Nicht mehr? Nein. Lange nicht mehr. Ja, vor Jahren. Und theoretisch bist du tot mit einem. Nein. Ja. Die Queen macht den Tod. Vorher. Nein. Doch. Ein Omen? Nein, doch, ja, nein, doch. Soll ich gucken, ob die irgendwo geäxt haben? Eins, eins ist gleich durch. Tempest kriegt die Queen kaputt, ja. Ja, der kriegt alles kaputt. Der kriegt der One-Shot im Übrigen Drohnen. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist hart. Das ist richtig hart. Ich habe noch keine dritte. Warum schon gleich ein All-In oder so ein Scheiß? Ich muss doch immer eine dritte nehmen jetzt. Aber was soll's. Ich brauche Skates. Kann man noch Upgrades nehmen. Ich mache ein Two-Base All-In, ja? Das ist zwar nicht ganz der Bild, den ich mir angeguckt habe, aber es passt schon so. Noch Two-Base. Ich mach Makro-Bild, nein. Kann ich ja nicht machen. Weil der ist ja übelst schnell, der Tempest mittlerweile. Ja, die ist ja richtig, also gegen vorher. Oh, bei mir ist gerade ja Party! Ich hoffe, diese scheiß Banelinge nicht in meine. Banelinge sind weg. Jetzt kommen die Marines. Nach der Tank macht so viel Damage. Tank doch einfach weg. Oh, da kommt alles nachgeschickt, das ist schön. Ja, du kommst nicht mehr weg, meiner. Das ist vorbei. Roaches of Speed. Ich verstehe. Ich leuchte dir an. Ja, das ist gut. Es ist vorherbestimmt. Tempel sind halt extrem schnell, ne? Da kommt noch so viel hier. Ah, ja, das ist. Ein Omen. Ich weiß nicht, warum man das vorher liegt. Oder damit jetzt anscheinend Damage machen wollte, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, die sind auf jeden Fall nicht gut. Die Stränge des Schicksals. Ist der schon so Bleiblock? Und danach kann man Go machen. Ich kann eigentlich noch ein Tempest-Gerät bauen. Haben wir gescannt? Ja, sind sie doch. Könnte echt noch hier in den Exit gehen. Da, jetzt der dritte Zerg, ne? Na, dann müssen wir jetzt los. Ja, du kannst halt fliegen, wo man die wo man lang. Da sind eh Panzer. Wir gehen hier rüber. Auf die. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Ich mach jetzt gleich mal die Panzer das sichtbar. Zeitfenster ist klein. Extrapoliere Stränge. Hier ist keine Panzer. Hier ist eine Base, ja. Oh, das ist natürlich noch schlechter. Die ist noch nicht mal aufgebaut, die Base. Die Sterne. Die Stränge des Schicksals. Die Baning muss hier nicht kommen, meiner. Wuden. Wuden ist ja mal absolut scheiße. Panzer da unten, diese Scheiße. Hier gegen die Muten. Der hat aber viel. Oder verloren. Hä? Oder verloren. Ich hab zu viel Gas. Brauchst du Gas? Nee, ich brauch alles. Ich brauch Gas. Um die ganzen Muten an, ey.
Zum Mut erwischt? Nee. Nee, die stehen da, die kommen jetzt gleich. Shit. Theoretisch von hier irgendwo. Da kommt noch der Terraner. Das Problem. Ganz schön viele Muten. Teleportation erfolgreich. Ihr habt schon vier Terraner. Und Panzer und alles. Ja. Und, der Sieg steht jetzt nur vor. Ich komme mit den Muten jetzt hier nicht hinterher. Kriegst du einen Terraner verteidigt? Nee. Gucken. Jetzt sind alle hier. Komm. Na, er greift halt jetzt meinen mit seinem Mutas an. Der Tango wurde verloren. Noch nicht. Mein Leben für Ajor. Da kriegt er jetzt seine Noten, aber. Shit. Also was ich richtig kacke finde, das ist die Heilkackviecher auf die Zerg heilen können. Ja, so so. Finde ich voll imbalancen. Also, wer ist das? Imbalance? Verdammt. Jetzt kommen ganz viele Linge. Shit. Bist du Gas auf mich? Ne, gell? Bisschen. Danke. Ja, das ist vorbei. Und schon wieder so viel an. Ja, natürlich gut wo. Ja, dann ist vorbei. Wie viele Dinge jetzt hier noch bleibt? Ihr benötigt mehr Riskinger. Mein Leben! Sir, die Templer. Ich kann halt keine Dritte nehmen. Na, ich will es. Ach man. Mein Leben für Ajor! Ja, immer mehr, mehr, mehr. Ich hab schon 2-1 Upgrades. Entweder wir gehen dann rein oder gehen, ich weiß nicht. Ja, oben haben die Wuten halt alles abgeräumt, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt rein. Immer mehr Panzer. Die Wuten kommen halt von hinten. Krieg die nicht weg. Ich geh hinten rum. Ich hab die jetzt von hinten an. Die Basis eurer Verbündeten befindet sich im Kampf. Fast sie. Ah, es gibt zu viel, was hier. Rechte schon der Zerg. Panzer sind weg. Support von hinten ist weg. Meine Base ist dann gleich weg. Na, da kommt dann die Nachhut. Da, ah, diese Panzer. Ich bin überall nur Panzer. Na, ich hab nur Speer. Ich bin dann doch zu heftig. Dann GG, komm mal rausgehen. GG.
Ja, aber vielleicht Tempest noch nicht so gut gegen Terraner und Zerg. Gut, ich habe auch total komischen Scheiß gespielt. Der Zerg hatte halt zu viele Mutas und alles. Ja. Na dann. Zu sagen, sehen wir uns in der Endcard. Bis dahin. Tschüss.